Herzlich willkommen bei Quality Analysis. Als einer Ihrer Ansprechpartner des technischen Vertriebs freue ich mich, Ihnen unseren Fachbereich Materialographie vorstellen zu dürfen. Wir sind ein nach DIN 17025 akkreditiertes und unabhängiges Prüflabor. Alle unsere Abläufe verlaufen normkonform. Die enge Zusammenarbeit zwischen dem Vertrieb und den jeweiligen Fachbereichen sowie kurze Kommunikationswege fügen zu einer optimalen Aufnahme Ihrer Aufgabenstellungen als Basis für unsere Analysemöglichkeiten und Auftragsdurchführung. Kontrollierte Zugangsberechtigungen zu unseren Fachbereichen gewährleisten Vertraulichkeit. Kurze Wege, ein hohes Maß an Integration und Lösungsbereitschaft für Ihre Aufgabenstellung sowie kompetente und hochmotivierte Experten sind der Garant für eine erfolgreiche Analyse. Herzlich willkommen im Fachbereich der Materialographie. Hier untersuchen wir Ihre Bauteile auf spezifische Eigenschaften und Ihre prozesstechnische Eignung. In der Regel handelt es sich dabei um zerstörende Prüfungen, bei welchen unterschiedliche Analysemethoden und Vorgehensweisen zum Einsatz kommen. Unsere Erfahrung erstreckt sich über ein breites Spektrum verschiedenster Bauteile und Materialien, wie zum Beispiel metallische Bauteile aller Art und Größe, Keramiken, magnetische Bauteile, additiv gefertigte Bauteile, Polymere, Leiterplatten, Siliziumwafer und andere Bauteile aus der Halbleitertechnologie sowie hochpräzise Bauteile aus der Medizintechnik. In der klassischen Materialographie zur quantitativen und qualitativen Analyse von Materialeigenschaften metallischer und auch nicht metallischer Bauteile wenden wir für Sie die unterschiedlichsten Probenvorbereitungsmethoden an. Heraustrennen von Teilbereichen aus einem Bauteil mit Bandsägen unterschiedlicher Größe. Im Anschluss daran erfolgt die weitere Zerlegung des Teils bis zur benötigten Schliffgröße an Trennmaschinen. Filigrane und hochsensible Bauteile werden mittels einer Diamantdrahtsäge getrennt. Im Anschluss an den Trennvorgang erfolgt die Einbettung des separierten Bauteils in elektrisch leitender oder nicht leitender Matrix. Die zu untersuchende Position wird durch Schleif- und Polierschritte im Mühbereich erreicht. Je nach eingebettetem Material und natürlich entsprechend des Untersuchungsziels erfolgt dann eine spezifische Ätzung der Oberfläche. Unterschiedlichste hochmoderne lichtmikroskopische Systeme und Rasterelektronenmikroskopiesysteme stehen für eine Vielzahl an Analysemöglichkeiten und Verfahren zur Verfügung. Ein Schwerpunkt für uns liegt in der systematischen Beurteilung von technischen Schadensfällen an statisch und dynamisch beanspruchten Bauteilen. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Befundung und Fehlerdiagnose von elektronischen Komponenten. Die Digitalmikroskopie wird angewandt für die mehrdimensionale Vermessung von Bauteilen, wie zum Beispiel Verschleißprüfungen an Reibflächen. Die Stereomikroskopie erlaubt die Makro- und Mikrountersuchungen an Schliffen, Oberflächen und Bruchflächen. Unsere Materialmikroskopiesysteme verfügen über umfangreiche Module. Dazu gehören die Bestimmung von Korngrößen, Phasen und Schichtdicken, die Klassifizierung von Graphitpartikeln und die Bewertung nichtmetallischer Einschlüsse. Auch die qualitative und quantitative Auswertung von Porositäten und die Bestimmung von Korrosionsarten und Korrosionsangriffstiefen werden von uns routinemäßig durchgeführt. Darüber hinaus sind wir ebenso spezialisiert für die Prüfung von Löt- und Schweißverbindungen hinsichtlich deren geometrischer Beurteilung nach einschlägigen Normenwerken oder Kundenvorgaben. Ebenso wird die Veränderung des Gefüges durch den Wärmeeintrag begutachtet und charakterisiert. Durch die Laserscanning-Mikroskopie können wir präzise Analysen zur Charakterisierung von Oberflächentopografien bis in den Nanometerbereich durchführen. Noch tiefere und umfassendere Einblicke bieten unsere vier Hightech-Rasterelektronenmikroskopiesysteme. Wolfram, Feldemissions- und ein Crossbeam-System stehen maßgeschneidert zur Verfügung. Bei der REM-Analyse stehen folgende Bereiche besonders im Fokus: die klassische Beurteilung von Bruchflächen bei Schadensanalysen, die Identifizierung von Gefügebestandteilen, Verschleißuntersuchungen bei tribologischen Systemen, die Analyse von Beschichtungssystemen und der Nachweis von Korrosionsvorgängen, um nur einen Teilbereich zu nennen.
Verschiedene Detektoren ermöglichen eine individuelle Erfassung von Informationen. Die EDX-Analyse liefert zusätzliche Informationen über die Elementzusammensetzung. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Tiefenanalyse im REM. In thermisch empfindlichen Schichten auf Elektronikkomponenten und Bauteilen verschiedenster Applikationen kann durch unser Crossbeam-System mit einer Femtosekunden-Laserquelle und einer Gallium-Ionen-Kanone ein Tiefenprofil direkt im REM erzeugt und mittels Elementanalyse ausgewertet werden. Gezielte 3D-Analysen in Korrelation mit der industriellen Computertomographie stehen hier ebenso im Fokus. Als Abrundung unseres Dienstleistungsportfolios bieten wir ebenso noch die Härteprüfung nach Vickers und Knob an. Wir überprüfen zum einen die Härte eines Bauteils an dessen Oberfläche oder im Kern, sowie anhand von Härteverlaufskurven die durchgeführte Wärmebehandlung im Lastbereich von 0,01 bis 10 Newton. Ebenso überprüfen wir die chemische Legierungszusammensetzung aller gängigen Materialgruppen mittels der Funkenemissionsspektroskopie und seit neuestem auch die physikalischen Kenngrößen eines Werkstoffes oder Bauteils mittels Zugdruckbiegeprüfung bis 10 kN mit einem breiten Spektrum an Prüfapplikationen. Die Ergebnisse werden von unseren Experten so dokumentiert und aufbereitet, sodass Sie die richtigen Schlüsse für Ihre Qualitätssicherung sowie einen Mehrwert für Ihre Bauteile ziehen können. Gerne beraten und begleiten wir Sie per Webmeeting, Fernsupport oder persönlich vor Ort. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen umfassenden Einblick bieten. Gern dürfen Sie uns für Rückfragen kontaktieren, denn wir freuen uns auf Ihr Anliegen. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite.